Merci pour cette introduction. Alors, je suis désolé pour les romans qui ont attendu jusqu'à maintenant, disons qu'ils allaient enfin avoir un exposé en français. Comme il n'y a pas de traduction de français en allemand et qu'il risque d'y avoir des Turgoviens dans la salle, ich werde auf Deutsch umstellen, sicher zu sein, dass Sie mich verstehen. Ich werde relativ kurz mich halten, weil ich habe 20 Minuten. Ich werde nicht groß kommen, auf was die IKT-Schlüsselprojekte sind. Da kann der Peter Fischer mehr Auskunft geben. Das sind die wichtigsten Projekte des Bundes und seit 2013, der Bundesrat hat die EFK beauftragt, sie systematisch zu prüfen. Bis jetzt haben wir sie schon geprüft, aber nicht systematisch und ab dann haben wir den Auftrag, das systematisch zu machen. In den Einführungen habe ich behauptet, eigentlich in einer idealen Welt sollte die Finanzkontrolle nicht notwendig sein, weil alles funktioniert perfekt. Es gibt gute Projektleiter, es gibt gute Projektausschuss, es gibt einen super Auftraggeber, der Ressourcen und Rückendeckung gibt und darüber gibt es noch einen Generalsekretär, einen Departementschef. Also eigentlich sollte es keine Finanzkontrolle notwendig sein und wir sollten eigentlich gleich verschwinden, aber nach jetzt haben wir 5 Berichte jetzt fertig und noch 2 Prüfungen, die noch laufen und es wird so weiter so gehen. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass es eben noch nicht ganz unnötig sind, deswegen werde ich darüber berichten. Ich möchte aber eine erste Bemerkung machen. Man hat immer diesen Eindruck, dass nur in der Bundesverwaltung gibt es IT-Projekte, die schief gehen, dass nur die Bundesverwaltung ein Problem hat mit IT. Ich glaube, wir sind uns alle klar, in der Privatwirtschaft gibt es genauso viel Probleme, genauso viel Projekte, die schief gehen. Man spricht davon einfach nicht darüber. Das müssen wir mit dem Bundesgesetz über Öffentlichkeit eigentlich rechnen, die eigentlich diese Transparenz will. Und wir haben diese Transparenz, gibt aber einen falschen Eindruck, dass nur bei Bund die Sache schief laufen. Ich möchte das noch einmal klar sagen, weil ich finde, am Schluss macht man auch ein bisschen den Ruf und die Image von der Verwaltung kaputt mit diesen Berichten, die immer zeigen, was schief läuft. Gut, unsere erste Feststellung nach dieser ersten Prüfung ist, dass eigentlich die IT, die sogenannte Probleme von der IT-Projekt sind sehr oft Sachen, die gar nichts mit IT zu tun haben. Einfach die IT muss ausbaden, was anderswo verursacht worden ist. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben. Das erste, der älteste, dieses Projekt Insieme. Klar gibt es eine IT-Dimension. Insieme, das Wort Insieme heißt zusammen italienisch, bedeutet, es war eigentlich zuerst ein Kultur- oder mindestens ein Reorganisationsprojekt. Es ging darum, die 2 Hauptabteilungen der Steuerverwaltung näher zu bringen, in eine einzige Fachapplikation zu bringen. Und das wäre diese Insieme, früher 2 Fachapplikationen, Molis Stolis auf ein BS 2000 von Siemens. Und man wollte eigentlich profitieren von dieser Migration, um 2 Kulturen, und das ist wirklich 2 ganz unterschiedliche Kulturen zwischen den Leuten, die die Banken prüfen für Verrechnungssteuer und die Leute, die Mehrwertsteuer prüfen bei den kleinen Unternehmen. Diese 2 Kulturen, diese 2 Hauptabteilungen unter einen Nenner bringen. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn nur Sie denken, damit muss man auch ein paar Prozess, Businessprozess, Geschäftsprozess reingenieren und vereinheitlichen. Und ganz am Schluss muss das noch in IT einfließen. Sie wissen, das war ein Chaos. Man hat gesagt, das ist ein IT-Chaos. Ich behaupte immer noch, das war ein Führungschaos, aber der Hauptverantwortliche ist weg. Und das war ein Reorganisationsproblem. Ja? Ein zweites Beispiel, FISHER. Wir sind noch voll in der Prüfung, aber ich glaube, es ist auch in den Medien in den früheren Jahren ganz klar gesagt worden, das Hauptproblem von FISHER, wir probieren ein Software, eine Applikation zu installieren in der Schweiz, das andere Länder schon kennen, ein sogenanntes Standardprodukt. Der einzige Unterschied ist, dass diese anderen Länder haben Berufsarmee, Spanien zum Beispiel. Und das Problem ist natürlich, wenn Sie ein Produkt für
Benutzer, die während 30 Jahre da bei der gleichen Arbeitgeber sind, der gleichen Funktion probieren umzusetzen, für Leute, die jede drei Woche wechseln, steigen ins System, steigen aus, steigen ein, steigen aus, jede Berechtigung, jede Installation, und sie sollten das noch schulen und testen und so weiter, dann ist das wieder nicht ein IT-Problem. Ja? IT kann nichts dafür. Das ist verbunden mit dem Bevölkerungswille, die ich unterstütze. Wir wollen eine Milizarmee. Und das ist das Problem der Miliztauglichkeit, hat mit IT eigentlich gar nichts zu tun. Dann haben wir unsere berühmte departementale Organisation bei Bund. Ich schaue absichtlich Peter Fischer nicht, sodass er nicht den Eindruck hat, er spielt dabei eine Rolle. Und wir haben unsere zwei Beispiele, die Projekt GEWER, Geschäftsverwaltung. In ein paar Wochen werden wir wissen, vielleicht, ob ein paar Ämter von Fabasoft migrieren müssen, weil Pech gehabt, Fabasoft wird nicht als Standardprodukt weitergeführt. Das ist das Problem von Beschaffungsrecht, damit sind wir auch im Thema. Wir haben UCC mit diesem Kommunikation- und Telefonieprojekt. Dort auch haben wir diese Besonderheit, dass in der Firma Bund, wir haben eigentlich drei Leistungserbringer für die Telefonie. Wir haben BIT, wir haben EDA, wir haben FUB für VBS, was natürlich die ganze Sache sehr kompliziert macht. Von daher, der arme Projektleiter, der das alles managen muss, hat die Sache auch nicht einfach. Also das sind Sachen wieder, die mit IT nichts zu tun haben. Das ist nicht ein technisches Problem, das ist ein rein organisatorisches Problem. Will das Bund eine starke IT-Führung oder will sie das nicht? Will sie ein einheitliches Design für ihren Supportprozess oder will sie das nicht? Wenn sie das nicht will, dann muss man auch die Konsequenz tragen. Das bedeutet sehr komplexe Projekte, sehr teure Projekte, und so ist es. Ich möchte aber auch diese berühmte Geschichte mit dem Föderalismus nehmen, weil ich glaube, das ist auch ein typisches Schweizer Problem. Wir haben wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche werden wir veröffentlichen, den Bericht über das Projekt IVZ, das ist Informationssystem Verkehrszulassung, die Mise en Circulation de Véhicules. Und ich zitiere aus diesem Bericht, weil ich finde es interessant, aber zuerst diese schöne Kartografie. Das Ziel von diesem Projekt, es geht um Fahrzeug, alle diese Fahrzeuge haben die Permis de Circulation. Sie sehen, die kantonale Verkehrsämter, sie haben entweder die Software CARI oder CISA oder SUSA oder CARI Variant A oder ViaCar oder AVEDRIS. Ja? Also unsere 26 Kantone haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Lösungen entwickelt, da wo wahrscheinlich Deutschland auf Stufe Deutschland ein System kennen, haben wir für etwas, was kleiner als ein Land von Deutschland hat, leisten wir uns das Luxus von 6 Produkten, die nicht Standard sind und miteinander auch nicht harmonisiert sind. Und was macht Bund? Weil Bund muss auch irgendwie diese Informationen zusammenbringen, weil die Polizei, weil Grenzwachtkorps, weil alle Benutzer wollen trotzdem wissen, wenn sie in Genf sind, also wer ist der Besitzer von diesem Wagen aus St. Gall? Also man braucht eine Datenbank darüber. Was macht das Bund? Er baut ein Monster, der eigentlich Schnittstelle von alle diese Dings baut und das in eine neue Datenbank. Und diese neue Datenbank, da haben Sie alle diese Informationen, die Sie haben hier unten, und damit hat man noch eine neue Schicht gebaut. Kosten der Operation 30 Millionen Franken. Ja, 30 Millionen Franken, und das ist natürlich ein Ist-Zustand, weil die Wartung von alle diese Schnittstelle, das muss weitergehen. Jedes Mal, dass etwas ändert, das müssen wir weiter pflegen und so weiter und so fort. Dieses Luxus hat nichts mit IT zu tun. Das hat einfach mit einem falschen Verständnis von was ist Föderalismus. Man hätte sagen können, Föderalismus, das ist nicht, dass jede Kanton darf wählen, aus welcher Software er seine Führerscheine, also die Fahrzeugausweis macht. Das hat nichts mit Föderalismus zu tun. Aber das ist einfach ein teurer Joke. Und das Gleiche in Grün haben Sie im Militärpflichtersatz, in Steuererhebung von Direktbundessteuer und so weiter und so fort. Also es gibt viele Bereiche, und die SIK hat, glaube ich, da hätte auch Arbeit probiert, erfolglos, aber probiert, glaube ich.
Wenn wir einmal uns einigen und sagen, okay, daran können wir verzichten, da können wir auch ein bisschen Geld sparen. Wir haben das ganz klar im Bericht geschrieben. Es hätte genügt, eigentlich zuerst anders zu machen, die Basis zu reorganisieren und nachher wäre das IT-Projekt viel einfacher und das Nutzen wäre auch da gewesen. Aber wie gesagt, und das Problem ist nachher, es heißt, die IT bei Bund kostet so viel. Und Bund hat komplexe Projekte und führt seine komplexe Projekte schlecht. Und da muss ich sagen, so ein Projekt zu führen, das ist ein Ding, das ist verrückt. Und noch dazu muss es ein Big Bang geben, irgendwann mal im Frühling nächstes Jahr, weil alle wollen auf einen Tag diese Go-Live haben. Und da wollen die Verkehrsämter in den Kanton überhaupt keinen Unterbruch, keine Kinderkrankheit, es muss funktionieren. Und so eine komplexe Sache auf einen Tag zu funktionieren für alle Teilnehmer ohne Problem, ich bin nicht sicher, dass es gehen wird. Das muss das Astra schauen mit das BIT. Aber wieder einmal, wenn das nicht funktioniert, zu sagen, Bund beherrscht wieder einmal sein IT nicht, das wäre wahrscheinlich eine zu schnelle Schlussfolgerung. Sie sehen, als Prüfer bin ich sehr positiv für die Geprüften. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem das auch sagen. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, auch bei diesem IKT-Schlüsselprojekt. Das ist dieses Projekt EESSI. Es geht um Sozialversicherung, Datenaustausch. Es kommt nicht in der guten Reihenfolge. Da. Eigentlich, wir haben heute 60 Papierformulare zwischen alle EU-Länder und die Schweiz wegen der Bilateral. Um zu informieren, ich habe bei mir einen Schweizer, kannst du mir sagen, in welche Krankenkasse er versichert ist, hat er eine zweite Säule, er kommt in Sozialhilfe bei mir, ich möchte prüfen und so weiter. 60 Formular, ein Projekt von EU hat übrigens Verspätung, sie wollen darüber ein großes Informationsplattform, sodass alle Sozialversicherungsdaten ausgetauscht werden zwischen alle Partner in den EU-Ländern. Bei uns, das betrifft HV, IV und die EU natürlich, Krankenversicherung, Familienzulagen, Arbeitsunfallversicherung und der ALV. Das bedeutet, Sie müssen ein System bauen, der eine Informationsplattform zwischen all diesen Dings und Sie wissen, in den ALV und in den HV, IV, je nach Information müssen Sie zu den Ausgleichskassen gehen. Das sind wieder 130 Stück. Unter den IV, ich weiß nicht, wie tief das geht, vielleicht geht es zu den Regional-IV-Stellen oder Kantonal-IV-Stellen. Das bedeutet, Sie brauchen da eine riesige, wieder so ein, wie eine Spinne, aber mit vielen Füßen, der irgendwie absaugt in alle diese Systeme, in einer Standardform, alle diese Informationen. Bedeutet, um ein solches Projekt zu führen, müssen Sie alle diese Partner an Bord haben, probieren zu finden, wer vertritt die Krankenversicherung. Ja, wer ist das Santé? Jetzt sind Sie nicht einmal mehr zufrieden, alle zusammen unter einen Hut. Es gibt schon zwei Organisationen. Also wer sitzt im Projekt und so weiter. Und jetzt haben wir die Empfehlung gemacht, die übrigens vom EDI, Department des Innen und vom Bundesrat akzeptiert worden ist. Man sollte zuerst einmal probieren, ein bisschen zu standardisieren, das IKT im Sozialversicherung. So dass man mindestens einmal eine Landschaft, eine Landkarte hat und dann schaut, wie könnte man ein bisschen die Sache unter einen Hut, unter einen Nenner zu bringen. Wenn das einmal gemacht ist, dann können wir wahrscheinlich schneller und einfacher solche Projekte führen. Wieder dazu sagen, das ist ein IT-Projekt und das sind IT-Probleme, wenn das nicht passt. Ja, am Schluss ist es IT. Die Komplexität von unserer Sozialversicherung, mit dem Föderalismus, mit dieser Sozialpartnerschaft und so weiter, also das hat nichts mit IT zu tun, das ist ein rein Politikum und so wollen wir das in der Schweiz und wahrscheinlich haben wir genug Geld, um uns das zu leisten. Gut, damit habe ich, glaube ich, gezeigt, dass die IT-Probleme nicht so zentral sind in den Problemen von den IT-Schlüsselprojekten. Das zweite Problem, das ist Nove IT. Was wir feststellen, es gibt zu viele externe Schlüsselpositionen und Zwischenstellen bei diesem Projekt. Bis zum Projektleiter alle Schlüsselpositionen sehr oft durch extern. Wir behaupten, das kommt von Nove IT. Sie wissen, für diejenigen, die ein bisschen älter wie ich sind,
Nove IT, das war Anfang der 2000er Jahre, und da hat man gesagt, alles, was die Name IT hat, muss weg von den Bundesämtern, wird zentralisiert im 1 bis 7 Leistungserbringer. Das war am Anfang 7, das war, man hat schon von 1, aber auch 7, Realistico, Unico und so weiter. Bref, das ist die Geschichte, aber man wollte diese Leute weghaben von den Fachämtern. Und damit hat man die Fachämter, alle Analytiker, alle Business-Analytiker, alle Leute, die die kennen, die Fach-, die Beschäftprozess, hat man weggenommen und hat gesagt, du musst zu Leistungserbringer wechseln. Diejenigen, die gut waren, haben gesagt, ich dort spinne, ich gehe zum Privat, sie werden mich schon holen, sie brauchen mich, ich bin der Einzige, und tatsächlich, das ist so geworden, man braucht sie, ja. Also eigentlich, man hat sie weggenommen und dann hat man realisiert, dass man sie vielleicht ein bisschen zu schnell weggenommen. Wahrscheinlich bei Nove IT, man hätte sagen müssen, die Programmierer, die sollte die Standardarbeit machen, kann man tatsächlich bei Leistungserbringer, aber die Analytiker, die Leute, die die Abläufe, die Datenbank, die Datenstruktur, die Geschäftsprozess kennen, hätte man wahrscheinlich bei einer Steuerverwaltung, bei einem Bundesamt für Statistik, bei der Zollverwaltung, wobei dort sind sie geblieben, getarnt, und bei anderen solche Ämter lassen müssen. Jetzt, was haben wir? Wir haben diese Ämter, die eigentlich nicht die notwendigen IT-Kenntnisse haben, um die externen zu steuern, zu kontrollieren, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben oder überhaupt zu erklären, was sie brauchen. Es gibt ein Comics, das ich sehr gern habe, da es auf Englisch ist und vielleicht gibt es eben nicht nur Thurgauer hier. Die Dame, das ist die IT-Spezialistin, sagt zu den Benutzern, du solltest mir sagen, was du brauchst. Ja. Bevor wir alles anfangen, du musst mal mir sagen, was soll ich programmieren mit meiner Software? Und er sagt, ja, ich möchte gern, dass du mir eben etwas entwickelst. Und sie sagt, ja, schon gut, aber zuerst musst du sagen, was du möchtest. Und dann sagt er, ich kann nur das machen, wenn du mir sagst, was deine Software kann. Wenn du mir einmal sagst, was deine Software kann, dann werde ich schon dir sagen, was ich brauche. Und dann ärgert sie sich und sagt, du musst einmal in deinem Kopf verstehen, meine Software kann alles. Ja? Und dann sagt er, kann er auch erfinden, was ich brauche. Ja, und das ist manchmal ein bisschen die Situation. Und damit kommen wir, und das ist eine sehr schöne Brücke, zu einem typischen Problem bei der Beschaffung, weil das ist eine IT-Beschaffungskonferenz. Deswegen kommen wir zu diesem Punkt. Ich möchte mit den Rahmenverträgen anfangen. Was wir heute im Rahmen von der Gesetzrevision von BÖB gebracht haben als Finanzkontrolle, ist ganz klar, bei Rahmenvertrag, es darf nicht sein, dass man nur die Stundentarif ausgeschrieben hat und dann holt man einfach die Leute an diese Schlüsselposition, ohne genau zu wissen, was man von ihnen erwartet. Und sonst hat man eigentlich nicht mehr einen Auftrag, nicht mehr einen Wertvertrag, man hat einfach Regieauftrag, wo es wächst, Kostendach gibt es keine mehr. Das ist ein Punkt für uns, gerade weil wir feststellen, dass die Ämter sehr oft an Schlüsselpositionen nicht einmal intern haben, dann ist es wichtig, dass auch wenn man einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat, dass die Einzelverträge ganz klar die Leistung beschreiben. Das heißt, Bodyshopping nein, wenn die Leute nicht geführt sind, wenn sie, klar, irgendjemand fällt in eine Mannschaft und sie kaufen mit Rahmenvertrag einen Spezialist, der unter Führung von einem internen Arbeiter, das ist kein Problem. Aber nicht an Schlüsselpositionen, wenn man nicht ganz klar sagt, was man erwartet im Sinn von Ergebnis, von Leistung. Und das ist ein Punkt, das man präzisieren sollte in den BÖB. Wir haben einen Antrag in diese Richtung gemacht. Das andere Problem, das wir haben mit den BÖB-FÖB, das ist dieses 4 Jahre. Man sagt immer, man schreibt aus für 4 Jahre, wenn es Miete, das ist für 4 Jahre und so weiter. Aus Information, als Investitionsschutz sind wir der Meinung, man sollte gerade für Standardprodukt vielleicht 10 Jahre, also einen normalen Lebenszyklus von einem Produkt, ausschreiben und auch dann eine Sicherheit haben, während 10 Jahre zum Beispiel, dass man nicht mehr ausschreiben muss
Und dass man nicht das mit Folgeauftrag oder etwas so schrauben muss, sondern dass man ganz offen sagt, wenn man ein Standardprodukt offeriert oder sucht, dann sucht man für eine lange Periode. Und das ist eine gewisse Sicherheit. Also für mich das Katastrophenszenario wäre, wenn die Bundesverwaltung heute SAP zum Beispiel neu ausschreiben müsste, mit der Gedanke, es könnte eventuell ein anderes Produkt anstelle von SAP kommen. Also ich weiß nicht. Niemand kann mir sagen, das ist ausgeschlossen, dass man das nicht machen soll. Aber die Kosten, die damit verbunden wären, hat dann auch niemand bis jetzt geschätzt. Also das sind zwei Punkte. Wir können nachher, wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn Sie Fragen haben, kann man noch darüber sprechen. Und ich möchte einfach aufmerksam machen auf zwei Sachen. Einmal, dass die EFK nicht nur Whistleblowing-Stelle ist für die Bundesverwaltung, sondern auch für die externe. Wir haben immer wieder Leute, die in Firmen arbeiten, die zu uns kommen und sagen, ich habe etwas beobachtet, das nicht so sauber ist, ein bisschen komisch ist, das können Sie zu uns deponieren. Es wird anonym behandelt, also vertraulich behandelt, Sie können auch anonym deponieren. Und die Geschichte von den letzten 2-3 Jahren zeigt, dass die Korruptionsfälle, die gefunden worden sind, sind dank solcher Meldung gefunden worden. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument, um eben immer wieder blaue Himmel zu haben über unsere Verwaltung. Und der zweite Punkt, das ist die Adresse, wo Sie alle IKT-Schlüsselprojektbericht lesen können. Wir sind völlig transparent. Wie gesagt, Sie haben schon Fiscal IT, Sie haben schon SNAP ESSI und Sie werden nächste Woche UCC, ISS und ISS Fiscal IT. IVZ, merci Peter. Voilà, Entschuldigung, 5 Minuten zu lang. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, Sie können auch mir per Mail kontaktieren. Merci.